sie schon? Die plastikfreie, bio-vegane Zahnbürste? Ich bin in den letzten Wochen ganz viel im Internet unterwegs gewesen, um für dich einfach mal die neuesten Trends 2020, was die Zahnmedizin und die Zahnpflegeprodukte angeht, bis hin zu durchforsten. Und ich bin immer wieder auf das eine gestoßen. Warum produzieren wir nicht eine nachhaltige Zahnbürste? Biologisch, chemiefrei, nachhaltig. Jetzt ist ja die Frage, wie nachhaltig ist das Ganze denn? Die Bambuszahnbürste. Und ich dachte mir, gut, die Welt erstickt im Plastikmüll. Das ist eine richtig gute Überlegung. Was können wir bei uns zu Hause im Badezimmer tun? Zero Waste. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann nimm dir jetzt einfach mal ein paar Minuten, weil ich möchte dir meine Expertenmeinung zu der Bambuszahnbürste schenken. Also, ich bin durchs Internet gesurft und immer wieder ist diese Bambuszahnbürste aufgetaucht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich dachte, die gibt es so von einer Firma. So, ich bin tiefer in das Thema für dich eingestiegen. Und auf einmal ploppten bestimmt 20 verschiedene Firmen auf und alle produzieren die Bambuszahnbürste in gewisser Abweichung. Aber das, die Grundaufgabe dieser Bambuszahnbürste soll einfach den Plastikmüll reduzieren. Was heißt das? Du kennst die normale Zahnbürste und diese Handzahnbürste, wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du das. Wenn du die Handzahnbürste benutzt, dann empfehle ich dir die Handzahnbürste der Firma Cura Prox. Das ist eine Schweizer Firma und sie zeichnet sich extrem dadurch aus, dass sie ein sehr, sehr großes Bürstenborstenfeld hat mit mittlerweile zwischen 3.000, 5.000, jetzt sogar 6.000 einzelnen Borsten, die für dich arbeiten. Kann das diese Bambuszahnbürste auch leisten? Ich habe sie für dich getestet. Ich bin jetzt einfach hergegangen und habe mir hier die Hydrophil für dich bestellt. Siehst du das? So, jetzt ist es so, wie gesagt, es gibt also bestimmt 10, 20 Firmen. Und ich lade dich dazu ein, wenn dieses Video 30 Likes bekommt, dann steige ich noch tiefer in dieses Thema ein und werde verschiedene Bambuszahnbürsten für dich testen, welche in meinen Augen die beste ist. Aber zurück erstmal zu dieser hier. Und wenn ich das im Internet so richtig interpretieren konnte, war das eine der ersten Firmen, die mit diesem Thema angefangen haben. Und es ist ja so, der Zahnarzt empfiehlt dir, wechsel bitte alle 3 Monate deine Zahnbürste. Und der Gedanke ist ja ganz spannend zu sagen, warum produzieren wir nicht eine nachhaltige Zahnbürste, biologisch, chemiefrei, nachhaltig. Jetzt ist ja die Frage, wie nachhaltig ist das Ganze denn? Aber erstmal der Anwendungstest. Ich habe sie ausprobiert und du musst dir vorstellen, dieser ganze Griff, dieses ganze Konstrukt ist wirklich Bambus. Bambus ist eine Pflanze, die, so wie ich es gelesen habe, sogar 10-mal schneller wächst als Bäume. Und die Bambuspflanze an sich ist etwas, ich möchte jetzt nicht sagen, die wächst an jedem Wegesrand, aber das ist etwas, wo wir nicht über Rodung reden, sondern über eine Bambusernte. Und das Ganze kann nachwachsen. Dadurch unterstützen wir natürlich die Nachhaltigkeit. Die Firma Hydrophil hat hier Borsten produziert aus Rizinusöl. Ist, glaube ich, ein Produkt des Wunderbaums. Ja, so, jetzt habe ich das Ganze ausprobiert und habe auch festgestellt, man denkt ja, also Bambus, muss man ganz klar sagen, ist kein Holz. Es gibt auch so dieses Wort Holzzahnbürste, das ist nicht ganz korrekt, weil Holz nimmt mehr Wasser auf. Bambus ist so, dass es das Wasser ableitet, das heißt, die Zahnbürste fängt nicht irgendwann auf zu quellen, wie zum Beispiel Holz, wenn es Wasser anzieht. Bambus hat auch die Wirkungsweise, dass es gegen Bakterien wirkt. Es wirkt bakterizid, das ist schon mal ein ganz großer Vorteil. Ich habe die Bambuszahnbürste wirklich dem eigenen Live-Test unterzogen und ich muss für mich einfach sagen, die Borsten sind schon hart.
Ja, also das ist eben etwas, wenn du jetzt sagst, ich soll da tiefer einsteigen, dann schreib das bitte unten in die Kommentarbox, weil es gibt auch Bambuszahnbürsten, wo auch die Borsten aus Bambus sind. Das ist nicht diese hier. Es gibt auch von den verschiedenen Firmen auch Kindervarianten, das heißt, sie sind insgesamt etwas kleiner. Also, für den täglichen Bedarf muss ich ganz ehrlich sagen, sie putzt die Zähne gut sauber, aber sie ist für mein Zahnfleisch, und mein Zahnfleisch ist eigentlich nicht sensibel und es ist gesund. Es war unangenehm, bin ich ganz ehrlich. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir benutzen die Bambuszahnbürste 3 Monate und schmeißen die in Müll, jetzt kommt die spannende Frage im Zuge von Zero Waste, Nachhaltigkeit, was ist recycelbar? Da muss ich ganz ehrlich sagen, dachte ich ja, naja gut, die kann ich in Biomüll schmeißen. Stopp, geht nicht. Weil natürlich die Vorschriften der Müllentsorgung was ganz anderes sagen. Und so wie ich das Ganze verstanden habe, ist es so, dass der Biomüll, was von deinem Hausmüll in den Biomüll geht, ungefähr nach 4 bis 8 Wochen abgebaut sein muss. Und das dauert Monate. Das heißt, dieser Gedanke ist nicht ganz für mich bis zu Ende gedacht. Wenn du jetzt aber sagst, du verwendest manche Sachen einfach und nimmst sie für einen anderen Zweck. Zum Beispiel habe ich gelesen, das fand ich eigentlich ganz clever, dass manche Leute ihre Bambuszahnbürste zweckentfremden für irgendwelche Gartenarbeiten, damit Pflanzen stabilisieren, ja, einfach das Ganze oben abknicken und dieser Bambus einfach nicht verwest, so wie ich mir das dachte, sondern einfach viel, viel länger haltbar ist, dann finde ich das eine coole Geschichte. Also, das ist jetzt einfach mal der ganz grobe Einstieg in das echt für mich extrem spannende Thema, wie können wir die Zahnmedizin, die Zahnpflegeprodukte einfach grüner machen, biologischer, nachhaltiger das Ganze, weil natürlich ist es so, dass die Firmen jetzt ein bisschen anfangen müssen, diesen Plastik, ja, Müll auch so ein bisschen zu bearbeiten. Das ist ein super Ansatz. Für mich gibt es so einen Daumen hoch mit so ein bisschen nach unten, weil der Ansatz ist tipptopp. Die Ausführung ist noch nicht ganz so clever. Was ich mir halt wünschen würde, ist, sind smartere Borsten mit einem dichteren Borstenfell. Ich denke mal, das siehst du hier ganz gut. Und dann bin ich gespannt, was die nächsten Jahre in diesem spannenden Thema weiter passieren wird. Das soll es gewesen sein. Wenn du weitere Videos zu diesem spannenden Thema, wie zum Beispiel selbstgemachte Zahnpasta haben möchtest, dann schreib das einfach mal in die Kommentare unten und dann werde ich auch meine Zahnpasta mal selber für dich anrühren und testen. Ich finde das ein mega spannendes Thema. Und das soll es gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, hinterlass mir ein Abo und dann freue ich mich, dich im nächsten grünen Video wiederzusehen. Bis dahin. Ciao.